So, guten Morgen. Heute geht das 16. Türchen auf und mein Impuls heute ist ein ganz ungewöhnlicher. Wie wäre es denn, jeder hat ja jetzt diese Stiefel im Moment zur Deko hängen oder auch am Nikolaus verschenkt. Und denn gerade gestern wieder bei dem Vortrag, aber auch bei der Glücks-AG in der Schule, kommen immer wieder diese wunderbaren uralten Sanskrit-Worte zum Thema. Und es gibt zwei wunderbare Worte, die eine große Kraft hätten, wenn man sie im täglichen Leben a. erstens mal kennenlernen würde und b. auch anderen von diesen Worten und der Bedeutung Mitteilung machen würde. Und wie wäre es, wenn der ein oder andere, ja, Geschenke geht ja jetzt los, was brauchen wir alles noch zu verschenken, wenn man in solche Stiefel oder in einen schönen Briefumschlag besondere Worte verschenken würde. Und zwar, meine Worte wären Ahimsa und Santosha. Ahimsa ist übrigens mittlerweile das Wort der Schule, dem Campus. Ahimsa heißt nicht verletzen anderer. Wenn wir alle dieses Wort kennenlernen würden, und es ist 5000 Jahre alt, und Ahimsa bedeutet nicht verletzen anderer in Worten, Taten und Handlungen, und auch dieses Ahimsa praktizieren würden, würde automatisch mehr Liebe, mehr Mitgefühl und Miteinander entwickelt werden. Und wenn man allein schon darüber nachdenkt, Ahimsa im Geist, man denkt, was man denkt, im Guten, aus unseren Gedanken werden ja Worte, aus den Worten werden Handlungen und aus den Handlungen wird unser Schicksal. Und Ahimsa beginnt schon quasi zu Hause anstelle einer ironischen Bemerkung, vielleicht eine liebevolle Bemerkung. Oder in der Schule, die Jugendlichen untereinander, dass sie einfach Ahimsa kennen und praktizieren, Mobbing würde wegfallen. Und bei den Mitarbeitern ebenfalls, den Kollegen in Unternehmen. Und einfach dieses Wort Ahimsa vielleicht in einem Stiefel verschenken, oder wer sich mehr zugezogen fühlt von dem Wort Santosha. Santosha bedeutet innere Zufriedenheit. Denn innere Zufriedenheit ist auch das, was eigentlich am Ende glücklich macht. Wenn viel konsumiert wird, ist es zum ersten keine eigene erworbene Identität. Man kauft, man freut sich einen Moment und hat es dann auch schon wieder vergessen, möchte einen nächsten Impuls, Konsumimpuls. Aber wenn man sich mit der inneren Zufriedenheit beschäftigt, vielleicht auch Dinge leistet oder Dinge für die Gesellschaft tut, die auch eine eigen erworbene Identität haben, etwas, manche engagieren sich, gehen in Seniorenheime oder manche in Sportvereine. Und insofern ist die Chance auf die innere Zufriedenheit um ein Vielfaches höher. Und alleine die Worte verschenken, das ist wie der Butterfly-Effekt. Wenn wir über etwas reden, kann die Politik sein, es kann der tausendste Kommentar zum Donald Trump oder zu einer Citybahn sein, aber es kann auch ein Impuls sein, der einfach die Gesellschaft verändern kann oder einfach etwas Positives bewirkt. Und insofern, vielleicht, wer wirklich an Weihnachten vielleicht auch mal ein Gespräch anstoßen möchte, in einen Stiefel besondere Worte verpacken. Und man muss kein Sanskrit können wie Ahimsa oder Santosha. Vielleicht fällt dem einen oder anderen jetzt auch ein Wort ein. Verschenkt doch einfach mal ein Wort und einen guten Gedanken und ein gutes Gespräch. Ihr werdet überrascht sein auf das Feedback. Das war ich jetzt gestern im Vortrag auch und bei meinen Glückskindern in der Schule einmal die Woche sowieso. Ja, mit diesem Impuls wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.